Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich hab dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. Hey Leutchens, willkommen zurück. Mein Name ist Koji, das hier ist Lara und wir suchen Ruin. Neu hier, gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Kann ich noch mit jemandem irgendwie interagieren? Die haben sich gerade kennengelernt und lernen sich besser kennen. Da wollen wir nicht stören. Da gehen wir mal weiter und erkunden die Welt alleine. Komme ich hier raus? Nein, hier kam ich ja an. Und hier kamen wir an. Hier war jemand zum... Okay, dann sie. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Sehr freundlich. Was? Ach, total erschrocken. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Noob. So, weiter geht's. Da ist ein Schwein. Oh, hier ist was für uns. Bergungsgut. Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuwak Yaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Ich werde darauf achten. Oh, und Omar, halt dich bloß von ihm fern.
Es sei denn, du willst Ärger. Denkt, er kann in die Stadt kommen und sich nehmen, was er will. Genau. Schön. Ich behalte möglichen Ärger im Auge. Behalt ihn besser in beiden. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. War nicht gerade noch jemand? Du? Magst du mit uns reden? Nein. Mag er nicht? Hier ist ein Schiff. Oh, Schiff ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, ein Boot. Oh, hier ist auch was. Ich gucke mich immer gerne um. Und ich glaube, fehlt trotzdem da noch ein bisschen was. Da war eine Schraube drin. Halt, hoch, hoch, hoch. Nicht ersticken, nicht ersticken. Braucht ziemlich lange. Oh, Wasserpflanzen pflücken. Das kann natürlich ein bisschen dauern, wobei ich glaube, hier ist nicht mehr allzu viel los. Komme ich hier hoch? Komme ich hier? Komme ich hier überhaupt irgendwie hoch? Vielleicht hier. Ich dachte, ich komme dann wieder zum Wasser und rutsche schon irgendwo runter. Aber wir können dann hier reinspringen. Wir schauen uns aber erst nochmal hier hinten um. Ich glaube, da liegt auch noch ein bisschen was. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Okay, Flasche Hammer. Wo schmeißt die jetzt davor? Ach, herrlich, so ein kleines Feuerchen. Nee, hier geht's auch nicht, deswegen nehmen wir das noch mit. Oh, hier ist wieder dunkel. Wieder in jede Ecke geschaut, ob dass wir auch gar nichts vergessen. Ja, einiges liegt hier. Und hier haben wir, glaube ich, was vergessen. Ui. Möge Vaters Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Da haben wir noch einiges zu tun müssen, das gefüllt haben. Das ist echt sehr viel. Wir sind ja erst von 3 auf 6. Das ist noch ordentlich viel Luft nach oben. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh! Und da hängt sie wieder da. Ich lasse sie echt oft sterben. Sie hat bei mir kein leichtes Leben. Ich habe noch überlegt und habe geguckt und habe geguckt. Und gesagt, ja, zu spät mich entschieden. Oh, ganz knapp. Oh Gott, nein! Habe ich. Ich habe doch Dings gedrückt. Also blau X. Naja. Gerade nur 6 Minuten gespielt oder fast 7 Minuten gespielt und schon ist sie zweimal gestorben. Oh Gott, nein! Oh, komm, halt dich fest. Hui! Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Ganz langsam. Mal rein, was drin ist.
schön. Okay, da geht's wieder zurück. Hier ist nichts mehr. Nee, sieht nicht so aus. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Ui. Hier was? Außer hier was zum Sterben. Ach so, ich hänge dann bestimmt da an der Wand gleich rum. Oh Gott. Vielen Dank, dass ich mal Licht macht. Ich sehe ja sonst nichts. So. Tata! Da sind wir wieder draußen. So schnell kann es gehen. Das Ohr juckt. Ich versuche das jetzt tapfer durchzuziehen. Ich komme nämlich gerade überhaupt nicht rein. Oder hin. Und wenn ich mir jetzt kratzen würde, dann kann ich nicht weiterlaufen. Wenn ich einmal anfange, dann kann ich immer nicht aufhören. Das wird aber... Ich versuche stark zu sein. So, wir brauchen noch... Ah, hier ist noch einer. Dann brauchen wir noch 5. Ich weiß nicht, ob hier oben gerade irgendwo... Oh, hier ist was. Komm mal nach unten gucken. Mach's kaputt. Jawohl. So. Ich weiß nicht, ob die 5 wirklich nur hier im Wasser sind oder ob wir da noch ein bisschen weiter graben müssen. Uns noch ein bisschen weiter hier an den Stückchen Strand um. Hallo. Ist total putzig, dass ich alle verstehe. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dann brauche ich mal ein Feuer. Da kann ich wieder ein bisschen was herstellen und habe wieder Platz für neuen Kram. Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Mhm. So. Hier ist auch noch was. So eine Riesenkiste und es ist immer noch eine. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Du schaffst das. Alles voll. Bestattungspuppen wie diese wurden für gewöhnlich aus Stoff gefertigt und mit Schilf und Korn gefüllt. Sie halten oft etwas in der Hand, beispielsweise ein Musikinstrument oder ein Garnknäuel. Diese Puppe hält ein Kleinkind, was darauf hindeuten könnte, dass die verstorbene Mutter gewesen war. Diese hier besteht allerdings aus modernen Materialien. Ich schätze mal, Porvenir könnte sie als Werbespielzeug hergestellt haben. Ist hier eine Tür? Nee. Haben wir jetzt geklaut? Hm. Du machst auch nichts. Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja.
Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Es ist Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Erzählst du großartig, diese Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Na, komm. Verpiss dich! Du störst den Empfang. Omar? Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Okay. Dann gehen wir mal in die Bar. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Arbeite dran. So. Was war das? Bei draußen was? Du? Nein, du machst auch nichts. Bist du denn zum... Nein. Wer bist du? Auch ein Niemand? Ich glaube, da kam ich her. Gucken wir mal kurz hier rein, ob wir noch was klauen können. Ah. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Und das ist auch nichts. Entschuldige, kennen wir uns? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren. Aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nicht. Ich weiß, aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun. Oh, volles Fettnäpfchen. Der ist aber reingesprungen mit beiden Beinen. Kennen sie nichts. Lara. Finde ich hier noch die Pflanzen? Oh, hier war auch noch was. Auf der Insel da war mal ein Tempel. Jetzt sind dort nur noch ein paar Ruinen. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eher eine Statue als eine Säule. Sehr fein gearbeitet. Ein Universitätsprofessor kam vor ein paar Jahren, um sie zu studieren. Hat er was gelernt? Er sagte, es ergebe keinen Sinn. War ziemlich sauer darüber und hat behauptet, dass wir ihn ausgetrickst haben. Na, wahrscheinlich ist doch was da. Da gibt's Fisch. Hier gibt's noch was zu erzählen. Hast du meinen Mann gesehen? Oder meine Tochter? Ich glaube nicht. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Sie verbringen die Nächte bei den Sternen. Sie funkeln und winken mir zu. Aber am Morgen gehen sie zum Fluss. Oh. Dort sehe ich sie immer leuchten. Aber der Sturm wühlt das Wasser auf. Ich weiß, sie sind da unten. Ich weiß es einfach.
Was sucht sie? Ich würde sagen, keine Menschen. Bei dem Namen gerade, die erzählen nicht mit mir. Weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Hier hinten. Ich wette, sowas hast du noch nie gesehen. Das ist mein letzter. Die anderen habe ich diesem Kommandanten verkauft. Er war ein bisschen schwierig, hat mir aber alle abgenommen. Naja, außer dem hier. Er läuft rund und geht nie kaputt. Eine echte Schönheit, nicht wahr? Also... Nein, ernsthaft. Meine Frau hier ist seit dem Unfall nicht mehr dieselbe. Aber das sanfte Brummen entspannt sie. Freut mich. Okay, aber überlegt, was erzählt denn? Generator. Okay, von da kamen wir. Kann ich ins Wasser springen? Ja, kann ich. Wir suchen erstmal die Blumen. Ich weiß gar nicht, wie die ausgesehen haben. Also hier ist viel Wasser, ich glaube. Ich gehe nochmal kurz an Luft holen. Und wieder runter. Also so schaut es aus. Hol noch mal kurz Luft. Und da sind wir wieder fertig und können gleich noch mal nach unten. Da brauchen wir noch eine. Ich weiß nicht, die rote Pflanze hier hinten sieht irgendwie ein bisschen interessant aus. Ansonsten hätte sich das hier gerade alles... Halt, das ist hinten noch mit. Gucken gleich nochmal weiter durchs Wasser, wenn wir einmal schon mal dabei sind. Okay, das war doch die Mission. Dann sind wir damit fertig. Ach, das ist Feuer. Wir brauchen wirklich mal ein Feuerchen. Da ist auch nochmal eine Kiste. Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Ihre einzigartige Form sorgt dafür, dass sich das Gold am Boden absetzt, wodurch es von Unreinheiten befreit wird. Mhm. Was es nicht alles gibt. So. Hier hinten war noch ein Stückchen lang. Muss mal kurz gucken, wo geht es eigentlich weiter? Okay, da drüben. Dann gehe ich nochmal nach hier. Und gucken wir, ob da irgendwas zu finden ist. Das ist auf jeden Fall ein kleines niedliches Feuerchen und das ist auch nicht verkehrt. Denn... Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Ich mache so ein bisschen von jedem was drauf. Welche Waffe dann besser ist. Die oder die, die wir... Kurz gucken. Okay, die ist besser. Wobei die besser mit Nachladen ist.
4 Stück verfügbar. Da müssen wir was finden, aber ist ja erstmal nicht verkehrt. Das haben wir das komplett. Oder ist hier noch was? Toll, da fehlt noch was. Das ist auch nichts, auch nichts. Waffen, gucken wir kurz, ob es hier noch was gibt. Wo haben wir die ganzen Sachen her? Muss man kurz gucken, ist hier irgendwo ein Ende im Sicht? Okay, schauen wir kurz alles durch. So sah es ihm aus. Damals. Also, nicht schlecht, das war damals schick. Was für eine Taille? Besser. Das war die, welche ist es denn? Keine Ahnung. Graue Shirt. Was haben wir noch? So. Würde dann gern sowas nehmen, wo wir da so ein paar Vorteile haben. Auch nochmal im Spiel. So. Okay. Also Waffen sind schon mal ein bisschen verbessert. Wir können auf jeden Fall wieder Zeug einsammeln. Wir haben wieder Platz für das ein und das auch das andere. Hab Geheimnisse entdeckt. Oh, hier ist noch was. Ne, das ist nichts. Müssen wir kurz hier vorne gucken. Hier gab es noch was. Das hätte ich dann fast übersehen. Wir müssen nochmal ins Wasser, denn hier gab es auch noch was zum Holen. Ich weiß aber allerdings nicht mehr ganz genau wo. Deswegen suchen wir nochmal grob ein bisschen was ab. Brauchen wir kurz wieder ein Stückchen Luft. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Ich hoffe. Ansonsten stirbt sie. Ach, das ist voll. Da hinten ist wieder ein roter Altstopp. Runter, runter, runter. Ich gehe nochmal kurz nach oben, Luft holen. Wow. Und los weiter. Erstmal alles mitnehmen und dann feststellen, ah, schade, voll. Passt nicht mehr rein. Mal kurz wieder in die Luft gehen. Schnell ein bisschen schnappen und dann weiter geht's. Brauchen wir nicht. Sind wir ja voll und da brauchen wir das Zeug ja nicht rausreißen. Und dann eventuell später mal ein bisschen was. Wenn sowas versteckt ist, dann wackelt der Vibro. Der Motor vom Controller. Ein bisschen. Macht jetzt auch, ich glaube, das liegt jetzt am Schwimmen oder dafür, dass wir jetzt baden. Da hinten ist auch noch was. So quasi hier. Hier geht's nicht allzu weit weiter. Weiß nicht, ob wir durchkommen. Ja, da schlängelt es sich durch. Nochmal eine Schraube gefunden. Mal kurz wieder Wasser holen. Nein, Luft holen. Raus aus dem Wasser und Luft holen. So rum.
waren doch gerade, also in der groben Richtung waren wir doch echt gerade unterwegs. Oh, war denn da ein Wandgemälde? Wir haben es jetzt... Wir haben es nicht gefunden. Ist das da die Insel? Dann gehe ich mal auf die Insel. Nee, ist doch nicht hier. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Wow. So, kurz gucken. Ist es da hinten? Kann die auch schneller schwimmen? Ah, sie kann doch schneller schwimmen. Hier sind Steine. Das bringt mir überhaupt nichts. Ach, hier ist was. Okay, hier war ich nicht. Diese strahlend goldene Scheibe ist unverkennbar. Das hier ist Inti, der bedeutendste Gott der Inka. Er war der Gott der Sonne, Beschützer der Menschen und Spender von Wärme und Licht. Einigen Legenden zufolge hat er den Menschen außerdem den Weg in die Zivilisation gewiesen. Die Inka-Herrscher betrachteten sich entweder als Intis direkte Nachfahren oder seine Inkarnation auf Erden, je nachdem, welchen Herrscher man fragte. Ich glaube, jetzt haben wir es gefunden. Schön. Wir suchen mal weiter den restlichen Kram zusammen, den wir hier noch so finden. Ich glaube, weiter weggehen lohnt sich jetzt nicht. Da suchen wir hier noch ein bisschen Kram und machen noch die ein oder andere Aufgabe. Ist das Ding da oben? Ja, da oben. Komme ich hier hoch? Wäre gelacht, wenn nicht. Alles kann passieren. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du... Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst... Sag ihm, ich bin hier. Gut. Hier ist irgendwo... Haben wir es mit denen erzählt? Können wir noch was mit denen erzählen? Neu hier? Gewöhn dich an eine Menge nichts tun. Obwohl mit Trinken und Spitzen kriegt man den... Da brauchen wir nicht noch hier rumzustehen und mit allen... Sehr geehrte Miss Ortiz... Auch wenn ihr bemerkenswerter Einsatz für Kuvak Yaku durchaus Anerkennung verdient, weist Porvenir jegliche Verantwortung für den entsetzlichen Zustand des Dorfes von sich. Vielmehr ist unser Vorstand in Übereinstimmung mit ihrem örtlichen Regierungsvertreter zu dem Schluss gekommen, dass uns keine andere Wahl bleibt, als rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten, sofern sie ihren verleumderischen Kreuzzug gegen uns nicht einstellen. Gezeichnet Roberto Lavilla, Geschäftsführer Porvenir. Ach, hier ist auch noch ein Feuer. Schön. Komplett dran vorbeigelaufen. Jetzt haben wir schon zwei gefunden. Kann man fix schnell reisen. Von A nach B und den nochmal zurück. So, hier ist noch was. Hier vorne. Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen.
Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. So, hier hinten irgendwo war der Typ. Oh, hier ist auch eine Kiste. Oh, das ist weg. Dahinter. Okay, da gucke ich mal da hinten. Okay. Mit ihr habe ich, glaube ich, auch schon kommuniziert. Auch schon geredet, aber hier in dem Haus war noch was. Und das ist Holz, das noch nehme ich noch mit. Können wir noch gebrauchen, unbedingt. So. Hier vorne gibt es noch Dokumente. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Schön. Hier hinten sind noch mal ein paar Blumen. Ich weiß nicht, wo das jetzt hier hingeht. Ach ja, nie fertig. Oh, hier ist auch noch was zu finden. Dies ist eine Huldigung Supais, des Totengottes und Herrschers über Ucupacha, die Unterwelt der Inka. Er wird angefleht, mit seiner Legion aus Dämonen an diesem Ort zu erscheinen, wo ihn die Einheimischen mit Gedichten über seine Erhabenheit und Opfergaben in Form von Speisen und Getränken ehren werden. Indem sie ihm auf diese Weise den Respekt zollen, den er verdient, bieten die Einheimischen dafür, dass er nur jene zu sich holt, bei denen es unumgänglich ist und anderen ihrer Gemeinschaft nicht unnötig schadet. Okay. Oh, wo gehen wir jetzt hin? Ich bin so aufgeregt. Was ist das? Oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Verschwinde von hier. Wow. Das klingt gar nicht gut. Da war ich gerade total ein bisschen erschrocken. Okay, komm, wir helfen mal hier rein. Aufschlag, egal was wir besorgen.
Der Generator. Meine Hilfe! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Du musst einfach schnell ein Stückchen weggehen. Ziel wieder erfüllt. An meiner Position. Dafür habe ich nicht genug Platz. Willst du mich verarschen? Oh, das ist nicht gut. Okay, hier ist in der Baum. Ich weiß gar nicht, wie viele denn überhaupt noch leben. Haben wir schon ein paar ausgeschalten, mehr oder weniger erfolgreich. Nee, da komme ich nicht hoch. Hier? Nee. Ach, dann gehe ich mal ganz langweilig die Treppe. Aber da müsste es, glaube ich, noch eine Person geben. Boah, es gibt so mehrere. Zurück zum Dorf. Da haben sie sich mal der falschen Person angelegt. Ach so, das ist wieder was zum Schmeißen. Da bin ich dann völlig überfordert. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Danke. Für alles. Danke. Sei gesegnet. Vielen Dank. Okay. Komme ich rein? Wenn man sich nicht verdrückt, dann wahrscheinlich schon. Eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden. Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt. Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern. Mhm. Wag hier nur das rum? Sieht fast so aus. Na gut, gehen wir wieder raus und gucken mal ins Dorf. Ich weiß gar nicht, war der Chef auch da? Ach, warum ich immer den Scheiß mitnehme? Okay. Da oben müsste noch was drin sein. Also da oben ist noch was. Da gucken wir natürlich noch gerne rein. Wir kommen dann da zurück, wo wir gerade waren. Aber geht es auch wirklich da rein oder müssen wir da woanders hin? Vielleicht hier den Baum hoch? Na, vielleicht auch nicht. Ich gehe noch mal kurz da rein. Oder hier hoch? Na, auch nicht. Stopp. Ach, da hoch. Tja.
Okay, war das jetzt so wertvoll? Ich weiß es nicht. Wir haben es gefunden. Toll, schön. Freue mich. Und yippie. Okay. Wieder schlammig und müssen wir gleich nochmal baden gehen. So, gleich mal hingucken zum Kind oder zum grün markierten, keine Ahnung was. Habe ich mit, doch mit der habe ich auch erzählt. Von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben, als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Bitteschön. So. Und da gab es eine Waffe und einen Erfolg. Und Erfolge technisch und noch einer. Mal kurz gucken, was es hier drüben gibt. Oh, eine kleine Höhle. War ich hier schon? Ich bin jetzt echt nicht mehr sicher. Ich glaube, es doch ankommt, dass ich hier schon mal war. Oh mein Gott, ich vergesse so viel. Ich bin alt. Na toll. Hier waren wir schon mal. Wir gleich wieder zurückgehen. Wir könnten natürlich aber auch, okay, das ist wild, schnell hinreißen, aber jetzt sind wir ja schon fast da. Schaffen wir auch noch den Rest. So. Also. Nö, mit denen kann ich nichts machen. Erst auch nicht. So, wir haben hier noch ziemlich viel zu finden. Was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ich weiß es nicht. Miss Ortiz, danke für Ihre kürzliche Anfrage.
Anhand der Proben, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex, WQI, der Flussgebiete nahe dem Dorf Kuwak-Yaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübungen als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko, an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Schön, und da bin ich schön baden gegangen. Da geht's dann weiter. Okay, Jonah, das machen wir das nächste Mal. Hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Bitte schön. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Du bist neu hier, hm? Tja, hast einen höllischen Sturm verpasst. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. Der Wind hat den Dschungel verwüstet. Hat Bäume umgeknickt und ein paar Häuser einstürzen lassen. Es gab Stromausfälle. Das tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Fürs Wetter kann niemand was. Okay. Der glaubt unsere Unschuld, der ist gut. Was ist noch da? Diese Geschichte handelt von einigen umliegenden Höhlen, in denen es angeblich spukt. Unheimliche Laute, die aus den Tiefen der Erde kommen. Niemand, der die Höhlen betreten hat, ist je wieder zurückgekehrt. Merkwürdige Geräusche, irgendetwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul und ein rätselhaftes Leuchten. Was wird das wohl sein? Wie können Sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben? Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich... Tut mir leid, dass ich gestört habe. So, was gibt's hier? Oh, das ist ein Händler. Was hat der? Nix. Und dann gucken wir mal hier hin. Wie geht's? Ich denke, ich kann dir helfen. Was geht? Oh, wir haben noch mehr Waffen. Und Kleidung. Das kann ich verkaufen. Und das alles. Brauche ich das? Okay, dann lassen wir das. Auch. Dann verkaufe ich davon erstmal nichts. Brauche ich das? Pistolenvisier ist auch immer nicht schlecht. Was kostet sowas denn? Was haben wir hier? Ein Schalldämpfer ist auch nicht verkehrt. Okay, bessere Pfeile, was kosten die? Achso, das ist einer. Okay, Stiefel. Wenn du wieder handeln willst, wie es mit den Upgrade-Punkten so ist, mit den Fähigkeitspunkten, kann ich mir bei den Geld ausgeben auch so überhaupt gar nicht entscheiden. Bin ich gerade sehr... War das auch alles hier? Wo bin ich denn? Da muss ich... Da ist das wahrscheinlich... Okay, hier ist der Laden, hier ist ein Wandgemälde, dann
Kirken. Kirken wir uns erstmal das Wandgewebe an, was wir uns da drin haben. Kuniraya, der Inka-Gott des Mondes. Er war von relativ niedrigem Stand und hatte deshalb auch keine Gefährtin. Das hier erzählt die Geschichte, wie er seinen Samen zu einer Frucht formte, deren Verzehr die Göttin Kaviyaka schwängerte. Da Kaviyaka noch Jungfrau war, kam ihre Schwangerschaft ziemlich überraschend. Als ihr Sohn geboren wurde, beantwortete er die Frage nach seinem Vater allerdings sofort, indem er direkt auf Kuniraya zukrabbelte. Kaviyaka sah sich durch Kunirayas niedrigen Stand derart gedemütigt, dass sie mit ihrem Sohn nach Peru floh, wo sie sich in Meeresklippen verwandelten. Okay. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter. Oh, da. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Oh, dann gucken wir kurz nach hier, ob hier irgendwas ist. Aber sieht nicht so aus, es ist nur Deko. Dann flitzen wir da mal schnell rein. Damit wir das noch gemacht haben. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Was wollte wohl jemand verstecken? Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche, ihnen zu folgen. Okay. Und hier machen wir das nächste Mal weiter. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für das Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das dürft ihr gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert und vor allen Dingen das nächste Mal wieder einschalten. In diesem Sinne, dicken Dank und bis zum nächsten Mal, Kochi. Bye.